Rainer Loog präsentiert. Knuffingen Airport. Hallo Freunde und willkommen zu einem Video über einen meiner Lieblingsabschnitte im Minitower Wonderland, der Flughafen von Knuffingen. Die Modellfläche ist um die 150 Quadratmeter groß und ist in 150.000 Stunden Bauzeit entstanden. Gebaut wurde er genauer gesagt zwischen Juni 2005 und Mai 2011. Es stecken allein im Rollfeld 2465 LEDs und insgesamt hat man 40.000 LEDs verbaut. Das alles bei einer verbauten Kabellänge von 100 Kilometern. Auf der Fläche stehen 75 Gebäude, 15.000 Figuren, 4.000 Bäume, während 90 Autos autonom umherfahren. Die 52 vorhandenen Flugzeuge schaffen täglich ca. 250 Flüge. Als erstes sehen wir eine MC Donnell Douglas DC-10 von Orbis starten. Das Flugzeug gab es in echt und war eine mobile Augenklinik. Nun sehen wir von UPS eine MC Donnell Douglas MD-11 starten. Diese ist genau wie die Orbis von zuvor mit 3 Triebwerken ausgestattet. Jetzt haben wir eine Airline zu Gast, bei der Passagiere wegen Überbuchung gewaltsam aus dem Flugzeug geworfen werden in Form einer Boeing 757-200. Hier können wir eine Breitling sehen, eigentlich eine Uhrmarke, aber hier ein Flugzeug und nicht nur irgendeins. Das ist die Lockheed Martin Super Constellation mit ihren 4 Propellertriebwerken, hergestellt zwischen 1950 und 1959. Und nun eine Red Bull der C6B. Und nun sehen wir ein Raumschiff aus Star Trek oder Star Wars. Keine Ahnung, ich habe das nie geschaut. Es heißt, glaube ich, Millennium Bug oder Enterprise Falcon oder so. Jetzt könnt ihr eine TIE Airbus A380-800 im Landeanflug sehen. Und hier eine hübsche Air Berlin an mit vorbeifahren sehen. Leider ist sie eine Boeing 737, eine A320 wäre mir lieber. Gebt dem Video einen Like, wenn ihr auch findet, dass Air Berlin wieder zurückkommen sollte. Hier sehen wir das hübscheste Flugzeug aller Zeiten landen, eine Airbus A340-600, hier in der Lufthansa-Bemalung. Nun sehen wir den Start einer Lufthansa A380-800.
Zum Glück belebt die Lufthansa ihre A380-Maschinen wieder. Schreibt doch in die Kommentare, ob ihr auch findet, dass die Airbus A380 von Lufthansa ab Hamburg fliegen sollte. Jetzt kommt zu guter Letzt die Legende der Lüfte, die Concorde, hier in der Bemalung von British Airways. Schade, dass dieses Überschallflugzeug einfach zu teuer ist und nicht wirklich in irgendeiner Art und Weise effizient ist.